Hallo Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon. Im letzten Part haben wir uns zusammen mit Redbrain ein zweites Mal aufgemacht, um alle Zahnräder der Zeit zusammenzutragen, um die Lähmung des Planeten zu verhindern. Wir sind gespannt, ob wir gleich ein Zahnrad der Zeit finden werden, aber zuerst habe ich ein Level Up, Level 37. Wunderbar. Und ja, ich bin immer noch scheiße, wegteleportiert von meinen Freunden, das ist nicht cool. Sobald jetzt irgendwas passiert... Na komm, nee, ich gehe einfach zur Treppe und gehe weiter, dann sind sie nämlich wieder bei mir. Okay, gut. Sonst hätte ich einfach den Appellorb eingesetzt. Ja, und ich bin immer noch guter Dinge, dass ich bald endlich... Oh, ein Volnona. Dass ich endlich bald meine gewünschte TM finde. Ich hoffe es wirklich stark. Ja, da ist schon wieder eine. Drück mir die Daumen, Leute. Zack, weg mit dir. Und es ist... Erholung. Aber ich nehme doch die ganzen TMs einfach mit. Kann ich schön verkaufen. Aber ich finde so viele TMs. Ja, aber die ich unbedingt haben will, natürlich nicht. Das ist irgendwie unfair. Da oben ist schon wieder die Treppe. Weg mit dir. Ja, hier liegen... Ach du Scheiße. Dich mag ich auch überhaupt nicht. Weißt du das? Hornweisel, geh weg. Ich mag das Pokémon nicht. Echt. Man seht es euch an. Meine möchte gern Bienenkönigin. Nee, gehört zu den Pokémon, die ich nicht mag. Psystrahl. Autsch. Ja, ich glaube, eine Synthese wäre jetzt mal angebracht. Gut. TMs vielleicht noch irgendwo. Nee, dann halt nicht. Gehen wir halt eine Ebene weiter. Eine TM. Eine TM. Hyperstrahl. Und ein... Oh, ein Kirlia. Oh, willst du mitkommen? Nein, willst du nicht. Hier kann sich ja niemand anschließen. Schade. Ah, das ist so doof, dass niemand mitkommen kann. Ebene 13. Aber warum liegen hier... Nee, im Ernst. Warum liegen hier so viele TMs rum? Und ich habe nichts dagegen. Ich hoffe jedes Mal, dass es meine gesuchte ist, aber... Oh, natürlich kommst du wieder. Blödes Vieh. Du blödes Vieh gehst mir definitiv aufs Blatt. Ja. Ja, und ja, und ja. Ein Stopp-Orb, auch nicht schlecht. Volnona! Volnona? Gut, Reptane macht guten Schaden. Und ich erledige es. Perfekt. Da war schon wieder ein Kirlia. Oh, Mann! Oh, Mann! Was, ich habe kein Tackle mehr. Dumme Sache. Ganz, ganz dumme Sache. Was haben wir hier unten? Oh, ich hasse diese Biene. Ich hasse diese Biene. Was? Blockbefehl, was? Hat dir überhaupt nichts gebracht, weißt du? Hat cool ausgesehen, aber hat dir nichts gebracht. Was ist jetzt schon wieder? Wow, ich hab... Wow, ich will hier weg. Habt ihr es gesehen, wie viel Schaden mir das Vieh gemacht hat? Ach du Scheiße. Stirb! Ah, ich habe keinen Tackle mehr. Dann Zauberblatt, das Vieh muss weg. Gut. Ja, mach du nur. Rasierblatt. Na toll, ich hab gleich... Ja, jetzt habe ich keine Angriffe mehr. Ich könnte ein Dings trinken, ein Top-Elixier. Aber ich warte mal noch. TM, TM, TM. Nein, nur ein Orb. Was für einer? Ein Radar-Orb. Wisst ihr was? Den kann ich jetzt, glaube ich, sogar benutzen. Einsatz. Jetzt werden mir die Gegner angezeigt. Bringt mir jetzt irgendwie herzlich wenig, aber... Reptane, bitte vernichte es. Ja, Schaufleiste ist zwar cool, aber... Es dauert halt zwei Runden und das ist nicht so toll. Synthese mal wieder. Habe ich jetzt noch 8 Mal. Oh je, ich will doch nur meine TM und die Treppe haben. Am besten in dieser Reihenfolge. Warum trefft ihr nicht? Warum machst du so viel Schaden? Okay. Schana hat wieder ein Level Up. Sehr, sehr, sehr gut. Reptank kriegt keine Level Ups. Oder habe ich das übersehen? TM! Ah! Lichtschild. Ja, ich nehme es halt mit. Esse ich jetzt mal einen Apfel? Ja, komm, ich habe genug davon. Nehm die TM mit, beziehungsweise Schana nimmt sie mit. Da ist wieder eine Siedelbeere. Eine blöde Biene verfolgt uns. Ich beachte sie einfach nicht. Ah, da ist noch eine. Ja, schön. Leute, ihr müsst mir helfen. Ich kann nur noch normal angreifen. Nein, nicht Schana verwirren. Das ist böse. Das ist uncool. Schana, bitte nicht angreifen jetzt, ja?
Sonst verletzt du wieder einen von uns. Reptane, mach's bitte kaputt. Genau so wollte ich das sehen. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Ein Schaden ist zum Glück nicht mehr verwehrt. Hier liegt Geld. Oh, Mann. Schade, komm, das schaffst du. Schade, komm, das schaffst du. Jawohl. Jawohl. Ist echt dumm, wenn ich nicht angreifen kann. Ist echt uncool. Mann. Was soll ich denn tun? Was soll ich denn tun, bitte? Ja, dann werf ich eben... Ja. Werf ich halt mit, Dornen, genau. Okay, Simsala muss weg. Jetzt muss nämlich weg. Und dann würde ich gern... Oh, Shana, vielen Dank. Es hat den Angriff wieder für mich abgewehrt. Weil ich sonst draufgegangen wäre. Synthese! Gut, Shana. Ich kann wieder. Ja, aber hier mit was denn? Mit einem normalen Angriff dauert das viel zu lange. Ja, wie viel hältst du denn aus, bitte? Ja, hallo? Endlich. Ich hab fast nicht viel gebraucht. Was haben wir hier? Reinsamen. Ja, schön. Will ich nicht haben. Und da ist die Treppe. Wenn nicht bald mal das... Ja, komm. Mir reicht's. Ich setze ein... Habe ich überhaupt... Hab gar kein Elixier dabei. Ja, großartig. Großartig. Okay, Reptane, ich vertraue dir. Und dir natürlich auch, Shana. Wow, du leistest tolle Arbeit. Man, grab dich doch nicht immer ein. Das dauert viel zu lange. Okay, diesmal war es gut. Diesmal war es okay. Oh, ein, wow. Azurgummi. Ja, meinetwegen, das darf Shana essen. Hier, danke. Ein Kekleon, wir haben ganz bestimmt ganz viel Geld. Ja, über 7000, wow. Wir würden gerne... Flora-Gummi, das würde ich gerne... essen. Dafür lasse ich hier den Wirbelorb. Dann würde ich das hier gerne tauschen gegen den, gegen eine Schleimkost. Das nicht. Und ich werde ihm noch etwas geben, und zwar... was denn? Was denn? Ja, komm, noch eine Schleimkost. Passt schon. Ablegen. So, jetzt kommt es zu uns her, teleportiert. Bietet für die Items, die wir hier gelassen haben, 32 Gold. Bin ich einverstanden. Und dann will es noch 1600 Gold für die beiden Gummis, die wir mitgenommen haben. Die zahlen wir ihm natürlich auch. Lieber es bezahlen, weil es würde euch töten, ganz im Ernst. So, das Blaugummi ist natürlich für Shana. Und das Flora-Gummi ist für mich. Tut mir leid, Reptane, du gehst leer aus. Was? Lass uns in Ruhe, Simsala. Wir wollen doch nur eine TM suchen. Ja, wenn Kekleon jetzt die TM verkauft hätte, das wäre auch cool gewesen. Appellorb, gut. Ein Taubsamen, gut. Und ein Top-Elixier hätte es auch noch verkaufen können. Das wäre noch cooler gewesen. Denn so... Was? Simsala teleportiert sich weg. Ja, meinetwegen dann. Und die Biene wird mit... wow. Mit Eisendornen... Mann! Mit Eisendornen weggewämst. Simsala ist auch weg. Da ist die Treppe, aber da ist noch Geld. Geld, Geld. Ja, wegen den Kekleon-Läden nehme ich das Geld meistens gerne mit. So, noch weiter. Habe jetzt keinen Bock, gegen diese Bienen zu kämpfen. Hier unten sind diese Items, aber nur blöde Orbs. Halt, Appellorb will ich haben. Dafür lasse ich den Warp-Orb hier. Simsala, du nervst langsam, und zwar gewaltig. Zack, das war sehr gut. TM oder Treppe, TM oder Treppe, TM oder Treppe. Ah, weder noch, weder noch, weder noch. Das ist echt schade. Okay, immer in die Treppe. Ebene 20. Wow, wie groß ist dieser Wald bitte? Das ist genau das Schemengehölz. Ein Kirlia. Au. Kirlia? Kirlia, geh weg. Vielleicht kommen wir irgendwann wieder und hoffen, dass ihr euch dann uns anschließt. Ne, aber ich hätte lieber einen Trassler als einen Kirlia. Ich meine, es kommt ja hier auf selber an, aber ich würde es dann gerne in der ersten Form haben. Muss ich zugeben. Zack. Zack. Und Reptane greifst du bitte auch noch an. Okay, musst du nicht mal. Ist in Ordnung.
Ah, ich hasse dich, du blöde, blöde Biene. Warum begreifst du da? Jetzt werde ich auch noch vergiftet. Ist jetzt eigentlich nicht so schlimm, weil da drüben befindet sich direkt die Treppe. Aber er ist nervgewaltig. Ja, Shana, bitte nochmal. Danke. Alles klar, dann gehen wir. Weiter, in diesem Raum ist kein Item. Halt, tiefes Schädengehölz. Sind wir am Ziel, Reptane? Was ist das? Was denn? Ist dir die Zeit stehen geblieben oder was? Tatsache. Warum? Reptane, was ist hier los? Die Zeit. Sie steht hier still. Aber haben wir sie nicht? Kurz bevor wir mit dir in die Zukunft verschleppt worden sind, Reptane. Ja, was war da? Stimmt, Zwirfelnst hat den drei Pokémon die Aufgabe gegeben, die Zahnräder in Sicherheit zu bringen. Stimmt ja. Sie sollten die Zahnräder dahin bringen, wo sie hergekommen sind. Haben Selfie und seine Freundin da nicht versprochen, dass sie die Zahnräder der Zeit wieder an die vorgesehene Stelle bringen? Aber die Zeit steht hier noch still. Das bedeutet, die Zahnräder der Zeit wurden nicht an die dafür vorgesehenen Stellen zurückgebracht. Das werden wir feststellen. Das Zahnrad der Zeit des Waldes war an dieser Stelle. Ja. Da ist es doch. Aber was ist das? Es ist ein Zahnrad der Zeit. Da gibt es kein Vertun. Ein Vertun. Aber die Zeit hier scheint angehalten zu haben. Es weht kein Wind. Seht ihr? Diese Blätter sind wie erstarrt. Die Zeit hier ist wirklich stehen geblieben. Aber das Zahnrad der Zeit ist da, wo es hingehört. Warum ist das so? Gute Frage, Shana. Reptin, das Zahnrad der Zeit. Okay. Hey, was hast du getan? Die Zeit hat hier schon angehalten. Es macht deswegen keinen Unterschied, wenn ich das Zahnrad der Zeit jetzt mitnehme. Außerdem, etwas anderes hier ist viel beunruhigender. Hä? Viel beunruhigender? Vergesst es. Gehen wir weg von hier. Übrigens, Shana, es gibt etwas, das du für mich tun könntest. Was denn? Bevor du zurück zur Tohaido-Klippe gehst, hätte ich gerne, dass du vorher in Schatzstadt ein paar Informationen sammelst. In Schatzstadt? Ja, und Folgendes sollst du für mich herausfinden. Versuch alles herauszufinden, was gerade in dieser Welt passiert. Verstanden, ich werde es herausfinden. Jeder glaubt, dass ihr in die Zukunft gegangen seid, daher... Ja, schon klar. Wüsste man, dass wir zurück sind, gäbe es einen Aufruhr. Ich verhalte mich ruhig und führe mich um. Ich zähle auf dich. Shana kriegt das schon hin, Reptane, keine Sorge. Da ist sie auch schon. Ich bin zurück. Ich habe ein paar von den Informationen, die du wolltest. Was wird denn so geredet? Nichts. Wirklich Gutes. Nachdem wir in die Zukunft gegangen sind. Nun, Selph und seine Freunde brachten die Zahnräder der Zeit zurück an ihre ursprünglichen Plätze. Jeder war glücklich, weil man dachte, die Zeit würde danach wieder normal funktionieren. Aber die Zeit stand weiterhin still an diesen Orten. Und damit nicht genug. So erzählte man sich auch noch, dass die Zeit an mehr und mehr Orten anhält. Stimmt das? Ja. Alle sind alarmiert, weil niemand weiß, was hier vor sich geht. Reptane, weißt du, was hier vor sich geht? Wenn die Zeit in einem immer größer werdenden Gebiet anhält, dann kann das nur eines bedeuten. Der Zeitturm beginnt zusammenzubrechen. Der Zeitturm bricht zusammen? Korrekt. Der Zeitturm gibt der Zeitstruktur. Wenn er also zusammenbricht, dann bricht die Welt selbst in einem sich ständig ausweitenden Gebiet zusammen. Das Schlechte ist, das ist schlecht. Das Problem wird dringlich. Die Lähmung des Planeten schreitet schnell voran. Was? Aber, dann müssen wir uns beeilen. Das stimmt. Wenn wir uns nicht beeilen, ist der Planet bald völlig gelähmt. Es gibt jetzt nur noch einen Weg, wie wir die Zerstörung der Zeit aufhalten können. Wir müssen die Zahnräder der Zeit einsammeln. Und wir müssen sie in den Zeitturm einsetzen, wo Dialga lebt. Aber es gibt ein Problem dabei. Der Zeitturm liegt an einem Ort, welcher das verborgene Land genannt wird. Wie der Name schon andeutet, niemand weiß, wo dieses verborgene Land ist. Aber wir haben keine Zeit mehr. Das stimmt. Darum sollten wir uns bis auf Weiteres aufteilen, denke ich. Ich werde die Zahnräder der Zeit einsammeln. Ich möchte, dass ihr in der Zwischenzeit nach dem verborgenen Land sucht. Kapiert. Bist du damit einverstanden, Shawnee? Ja, bin ich.
Dann ist alles klar. Du gibst die Kommandos. Das verborgene Land liegt vermutlich irgendwo in dieser Welt. Leider gibt es keine Hinweise darauf, wo es genau liegt. Wenn man bedenkt, dass es bis jetzt noch keiner entdeckt hat. Man sollte wohl annehmen, dass es recht weit weg ist. Vielleicht müssen wir sogar den Ozean überqueren und Wege finden, wie wir das bewerkstelligen können. Den Ozean überqueren? Es tut mir leid, aber ich habe keine Ahnung, wie das gehen könnte. Ich verlasse mich auf euch. Okay, ich mache mich auf, die Zahne der Zeit einzusammeln. Viel Glück! Okay, tschüss, Reptane. Also, wir sollten uns auf die Suche machen. Lass uns das verborgene Land finden, Shawnee. Alles klar. Also, wo sollen wir mit der Suche beginnen? Keine Ahnung, Shawnee. Und deswegen werde ich den Part für heute beenden, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Pokémon Mystery Dungeon. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.